So, herzlich willkommen zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um einen Tag. Nein, Spaß beiseite. Heute mal anstatt Aufnahmen von meinem Let's Play eine kleine Mod-Vorstellung von einer Werkstatt. Dies ist eine Werkstatt mit Personal. Na, erstmal. Auf den Boden der Tatsache. So, dies ist die kleine Werkstatt und die schauen wir uns jetzt erstmal im Baumenü an. Ihr findet sie unter Bauen und Tools und dann ist hier die Werkstatt mit Personal. Ah, hier, große Info, ne? Werkstatt mit Personal, das automatisch Fahrzeuge wäscht, repariert und lackiert. Dafür fallen 10.000 Euro Kosten pro Monat an. Ja, natürlich wie üblich, ne? Frei drehbar, wenn man das möchte. So, ja, 10.000 im Monat. Was kriegt man für 10.000 Unterhalt im Monat? Man kriegt die Kleinigkeit einer Tankstelle. Hier kann man also hinfahren und tanken. Ja, den Diesel kann man entweder selbst hier hinbringen oder hier leicht versteckt. Kann man diese auch kaufen. Ja, nochmal 5.000 und schon haben wir 10.000 hier drin. Na, mit Digitaldisplay. Das Digitaldisplay ist eine meiner Skripterweiterungen, die ihr im Mod findet. Und Modder mit Erfahrung können sich die gerne rausnehmen und verwenden in eigenen Mods. Einfach nur meinen Namen in die Credits schreiben, dann ist gut. So, hier haben wir einen Container zur Verfügung gestellt von Hotsun. Das ist einer seiner ausrangierten Wechselbrücken. Die haben wir schön angesprüht mit unseren Teamlogos und Licht haben wir hier auch. Und das Ganze hat natürlich auch ein Innenleben. Hier stehen so ein paar Sachen rum, ob man die benutzen will. Ja, benutzen kann man die Dinger ja eh nicht, aber die liegen halt hier so rum. Hier gibt es einen Standard-Werkstatt-Trigger zum Konfigurieren der Maschinen. So. Ja, damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Ich habe hier mal ein paar Fahrzeuge vorbereitet. Ja, hier ist Vögel und der Fendt. Gucken, ob die auch richtig dreckig sind. So, jetzt sind sie richtig dreckig, ne? So richtig dreckig und wie man hier am Vehikel, Vehikel Explorer, ihr wisst, was ich meine, ne? Hier unten sieht, ne? Auch richtig kaputt. So, was machen wir jetzt? Wir fahren einfach hin und Tank ist ja leer, wir gehen mal tanken. So, ich habe noch nicht angefangen zu tanken und schon fängt das Personal an, mein Fahrzeug zu waschen. Dauert alles eine Weile, ne? Ist halt keine Zauberwerkstatt, sondern ja, Personal arbeitet. Was arbeitet es? Alle 5 Sekunden, die ich hier davor stehe, werden 10% meines Fahrzeugs gewaschen, 5% meines Fahrzeugs repariert und 2% meines Fahrzeugs neu lackiert. Ja, ne? Und mit R, ne, wie man das so gewöhnt ist, ne, das stehen ja hier an einem Trigger, können wir hier dann tanken und können hier live sehen, wie der Tankram weniger wird. So, diese Erweiterung, die Waschstraßenerweiterung, inklusive Möglichkeit für Reparatur und Lack. Ohne dass dies extra Geld kostet, wie wir hier oben sehen, ne? Ist natürlich auch wieder eine Skripterweiterung und auch die dürfen sich Modder, die sich das zutrauen, aus meinem Mod benutzen in eigenen Mods. So, hier haben wir nochmal meinen Klassiker, den Kögel, auch total abgefahren und
fahren hin und wir können direkt schon sehen. Er gewaschen. Damit er gewaschen wird, müssen wir, und damit er repariert wird, müssen wir nicht im Fahrzeug sitzen. Und das Ganze ist so optimiert, dass wenn ihr mit Autodrive arbeitet und euer Autodrive-Kurs quasi an dieser Werkstatt vorbeifährt, wird ein bisschen waschen, ein bisschen repariert und ein bisschen lackiert. Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ja, was wir jetzt noch machen können ist, ich zeige euch jetzt noch, wie das Ding nachts aussieht. Na? Blöden Türträger, ne? Die offen ist. So. Ja, hier haben wir noch, nochmal so eine Karte von der NF Marsch. Von den Feldern mit drauf. So. Ich würde sagen, dann gucken wir uns das Ganze jetzt noch per Nacht an. Zack. So. Das Ding hat natürlich auch. Ich fahre mal das Ding hier mal auf Seite. So. Das Ding ist ein bisschen spartanisch beleuchtet. Einfach nur ein paar gefundene Strahler dran. Aber man steht nicht komplett im Dunkeln. Das Display ist natürlich mit Beleuchtung, sodass man das weiterhin sieht, wie man hier vorne sehen kann. Auch im Inneren befinden sich. Na, geht jetzt auf? Mag nicht. Okay. Ja. Auch im Inneren ist es beleuchtet. Wenn man die Trigger nicht angezeigt hat, dann ist dieses Ding natürlich hier nicht da. Die Lampe im Inneren ist nur an, wenn die Tür offen steht. So. Und das war's auch schon. Jetzt hat sie wieder direkt. So, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Der Dieseltank umfasst 25.000 Liter, wie das auch unten bei aktiviertem Mod von mir ja steht. Das, was man hier eingelagert hat, steht natürlich auch wie bei allen anderen Silos hier mit drin. Somit weiß man immer, was man an den verschiedenen Dingern in Summe hat. Das ist eine Mod-Vorstellung für einander. Ja, in dem Fall, ich danke fürs Reinschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Die wichtigste Frage, wann kommt es? Naja, in den nächsten Tagen. Das Video hier müsste Montag online gehen und der geplante Release ist Mittwoch oder Donnerstag. Im Moment ist es noch im Test. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich noch viel Spaß.